Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, wir gehen in unsere Welt. Staffel 3. Haben einen schönen Wüstenseed bekommen. Und wir werden uns jetzt in die Richtung aufmachen. Schwimmen wir rüber, Boot rüber. Na komm, wir booten uns rüber. So, war es irgendwas Wichtiges am Handy? Manchmal vibriert, da gucken wir mal drauf. Ach, nur Nachrichten. So, also wir können uns auf jeden Fall einen Wassereimer machen. Ich bin Eisen, sei Dank. Wenn wir jetzt hier irgendwie einen Schiffswrack oder so sehen, nein, ich tauche nicht runter. Außer es ist direkt an der Wasseroberfläche. Dann vielleicht. Na, da, der Punkt sieht besser aus zum Hochkommen wieder. Sagte er und kam nicht hoch. Entschuldigung, gerade was getrunken. Es war nichts mit Sprudel, aber trotzdem. Gerade ist wieder mal Holy voll drinne. Oh nein, ich bekomme keinen. Geld, dass ich sage. Oder es gibt auch keine Codes hier mit. Kauf mit den Code und dann kriegst du so und so viel Prozent. Ach ja, stimmt ja, ich habe ja das Boot jetzt mit. Kommt Boot weg. Wenn wir was brauchen, können wir es nochmal craften. Kohle ist wichtig. Kohle ist immer wichtig. War es doch keine gute Idee, durch die Wüste zu stapfen. Wir können uns ja das Boot holen, wenn ich noch weiß, wo es war. Dann schippern wir am nächsten Tag wieder darüber. Ja, war es bestimmt. Genau. So, aber erstmal hinlegen, dass hier nichts bohren, das wollen wir nicht. Wir sind auf Hardcore-Mode. So, essen. Sonst können wir nicht mehr rennen. So, schippern wir mal hier lang. Da war eine Unterwasserruine. Und da ist ein Dorf. Ja, vielleicht haben wir da Glück und kriegen da. Hier, Karotten, Kartoffeln oder sowas. Wer weiß, wer weiß. Und vielleicht finden wir halt hier auch ein Kamel. Ein Sattel hätten wir. Okay, dahinter haben wir das Akazienbiom. So, da hätten wir noch ein bisschen Weizen und rote Beete. Irgendwas, was weg kann, er kommt. Nein, ich habe dir nichts weggenommen. Und da ist ein Kamel.
So, hast du jetzt hier noch irgendwas? Naja, dann versuchen wir mal gleich das Kamel zu reiten. Ja, es wird anscheinend Nacht. Oder doch nicht. Naja gut, dann können wir noch ein bisschen durchgucken. Na gut, ich glaube mal, beim Wüstenhof gab es auch nicht viel zu holen. Na, danke schön. Hier war glaube ich auch nichts. Aber wir gucken mal lieber nicht, dass hier doch noch was ist. Aha. So. Ja, ich könnte jetzt zu den Feldern wieder zurückgehen und das holen, aber ich versuche mal das Kamel zu reiten. Ja. Muss ich dich irgendwie zähmen? Halt nicht. Es war ein Versuch. Ich wusste doch, ich hatte 5 Eisen. Ach, Versuch macht klug mit den Kamelen. Wenn du es weißt, schreib's gerne rein. Mir ist es unbekannt. Uhaha. Dann gehen wir lieber da lang. So, hier geht es wenigstens nicht so tief. Und wir können hier rüber. Am liebsten wir hätten wir zwar ein Sumpfbiom zum Bauen, aber ein schönes Plains-Biom würde mir auch genügen. Ach ja, und nein, die fünf Eisen tun wir jetzt nicht gleich verkraften. Wir suchen uns erstmal eine schöne Behausung. Auch wenn wir jetzt hier noch nächste Folge rumlaufen. Sagte er und sagte dann, nö, jetzt bleiben wir hier. Hier sieht es schön aus. Wir haben Sand. Können unsere Felder anlegen. Wir haben rote Beete. Können wir uns Suppe machen. Rote Beete, Suppe. Hab ich überhaupt mal rote Beete gegessen? Ja, aber ich glaube, da war ich kleiner. Viel kleiner. Wenn wir jetzt noch eine Pyramide treffen, hätten wir 3 am Anfang der Staffel gefunden. Ja, ich gucke mich mal lieber um. Da ist Dschungel. Vielleicht haben wir Glück und da gibt es Bambus. Kann ich doch hier mit Bambus und teilweise Bambus bauen. Obwohl, ich hatte mir ein schönes Überleg gehabt. Müssen wir halt noch gucken, dass da Bambus auch ist. Villager Outpost. Könnte man theoretisch gesehen hier in die Nähe einen guten Raid Farm bauen. Für Totems of Undying und sowas. F3, F2 muss ich mir merken. Weil da brauchen wir ja bloß einen Dorfbewohner rüberholen. Der kommt, glaube ich, dann unter die Erde irgendwie. Und dann wird da oben drüber ein Schacht gemacht. Oder da kommt sogar in die Sichtweite von denen.
Und wenn ich es richtig sehe, ist da ein Sumpf. Aber halt kein Bambus. Schade. Und da hinten ist ein Dorf. So, wir gucken uns mal kurz da drüben die Insel an. Wenn sie mir gefällt, baue ich da. Dann wir sind dann relativ nah an dem Dorf, was wir noch erkunden müssen, was dort ist. Aber ich will erstmal eine kleine wirkliche Behausung haben. Also im Grunde genommen sieht es eher aus wie eine Insel. Hatte kurz was überlegt, oder? Gehen wir hin. Mal wieder anmachen, aber hatte bestimmt die falsche Taste gedrückt. Ja, doch, wir gucken mal rüber. So, Boot drin. Haben wir hier die Möglichkeit, große Zuckerrohrfelder anzulegen. Beziehungsweise können wir das ja hier eher ein bisschen so in Angriff nehmen als Terraforming-Bereich. Wir haben ein paar Bäume, da hinten haben wir noch mehr Bäume. Also wird das unser Startgebiet. Jungle Woods. Ich würde allerdings nie große Bäume machen. Hat halt die Bewandtnis. Wir haben halt keine Garantie, dass wir hier immer die Setzlinge wieder rausbekommen. Stimmt, wir sind komplett überladen. Deswegen. Machen wir erstmal eine Kiste. Und packen da erstmal das Unnötige rein. Channeling und oh, Flame, das ist natürlich nice. Strings, wir können mal angeln. Äpfel, Sättel. Rüstung für Pferd. Und ein Setzlinghammer. So, Bett platzieren. Okay, wir sind jetzt inoffizielle Inselbewohner. So, das heißt für uns alle Bäume erstmal hier runter. Setzlinge auffangen. Ich würde sogar sagen, wir machen uns wirklich einen Eimer. Aus den hier. Dann. Auf jeden Fall. Schild. Schild ist immer nice. Weil da können wir dann gleich anfangen mit der Essensversorgung. Auch wenn es dann erstmal nur über Weizen ist. Aber besser als gar nichts. Oder wir fischen. Und nein, ich mache da keinen Timelapse. So. Und Kakaobohnen. Wir können Kekse machen. Das wäre eigentlich eine bessere Währung als Emeralds. Kekse.
Ja, jo. So, wir werden auf jeden Fall erstmal dann die Insel hier komplett cleanen. Also alle, ja, Sachen weg. Also alles Gras weg. Denn ich würde vielleicht dann uns den großen Vorschlag machen, dass wir die ganze Insel hier regen. Wir müssen hier auf Meereshöhe und auf die Höhe komplett auffüllen und dann uns da was Schönes drauf bauen. Ist nur ein Vorschlag. Ja, du machst mit einem zeitaufwendigen Vorschlag möglich. So, die Kate mal ja schneller, bitte. Aber haben wir hier eine bessere Möglichkeit? Ja, eine Seite ist immer irgendwie, dass man da gut hoch kann. So, nice. Gut, 9 Setzlinge haben wir schon mal. Auf jeden Fall werden wir dann auch Kakao anbauen. Auch wenn man damit offiziell nichts anfangen kann. Aber Kekse zu haben ist immer gut, vor allen Dingen ich als Krümelmonster. Kaum habe ich ein Brötchen in der Hand, was mal ein Kilo Krümel hier neben Brett oder neben Teller. Frag mich nicht, wie ich das hinbekomme. Ich hab's einfach drauf. Also, immer schön Kekse. Oder Brötchen. So, wir werden die Insel allerdings jetzt nicht alles auf einmal anheben oder abtragen. Das werden wir dann machen, so wie wir Zeit haben, weil wir brauchen ja auch Nahrung, weil unsere paar Brote. Ja, wird nicht lang. Was wir hier natürlich auch nicht haben, sind Kühe. Die eigentlich sehr wichtig sind. Wissen wir ja alle. Wofür brauchen wir Kühe? Richtig. Steaks. Und Leder. Wenn wir natürlich jetzt dann mal so eine Expedition zum Dorf machen und finden da Kühe. Nehmen wir die, dann versuchen wir die hier rüber zu bringen. Das heißt, wir brauchen mindestens 2 Boote. Vielleicht finden wir auch schon da drüben auf dem Festland was. Weil das ist sogar näher. Ja, zumindest da. Wir sind ja von da gekommen. Unsere Insel gehört ja noch bis wohin? Von da bis da. Und da könnten wir irgendwie irgendwas drauf bauen. Vielleicht einen Eisenrahmen. Ich bin unschlüssig. So. Wenn wir jetzt nach dem Setzling gucken. Ich baue davon den extra keine Mammutbäume. Wie ich es schon gesagt habe, hat halt die Bewandtnis. Nicht, dass wir hier dann dastehen. Ups. Jetzt haben wir alles als Mammutbäume gemacht und haben keine Setzlinge. So, also. Machen wir erstmal hier eine kleine, okay, eine trockene Area, weil das ja Wüste zählt. Vielleicht tun wir das gleich hier ein bisschen angleichen. Aber das werden wir bestimmt in der nächsten Folge machen. Erstmal gut Weizensamen. Das heißt, wir kriegen ein 9x9 Feld voll.
Deswegen sage ich an der Stelle, macht's gut, kommentieren, abonnieren, liken und tschüss.